Die zweite Teildisziplin des ersten Testblockes ist der Unterarmstütz. Die Bewerberin, der Bewerber, hat eine in sich gerade und gestreckte Körperhaltung waagerecht zum Boden einzunehmen, wobei die Unterarme auf dem Boden aufgelegt sind. Die Füße sind maximal hüftbreit auf dem Boden aufgestellt. Der Test ist erfüllt, wenn der gestreckte Körper für die Mindestzeitspanne in Sekunden gehalten wird. Genauere Informationen findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank für dein Interesse und viel Erfolg beim Auswahlverfahren.